Hallo Freunde der guten und schlechten Unterhaltung. Heute mache ich mal wieder ein Video über Filme, die ich lange nicht gesehen habe und die ich mir anschauen werde. Ich habe hier wieder drei verschiedene Filme aus drei verschiedenen Genres. Keine Ahnung. Mal gucken. Der eine ist ein David Lynch Film. Der andere ist ein Brad Anderson Film. Und der letzte ist ein Frank Westiel Film. Frank Westiel Film. Ja. Und womit fange ich an? Ich fange am besten damit an. Mit einem Science-Fiction-Film aus Frankreich. Ich glaube, er ist aus Frankreich. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß? Der spielt ja nur im Dunkeln. Und darum werde ich ihn mir noch einmal zu Gemüte führen und darüber ablästern. Es ist Eden Locke. Ja, Eden Locke. Ein französischer Film ist, wir müssen noch irgendwelche, stimmt. Es ist, französische. Ein französischer Science-Fiction-Film. Den werde ich reviewen. Vielleicht ihr könnt euch auch suchen, welchen ich zuerst reviewen soll. Eden Locke? Oder jetzt kommen wir zu einem Film mit Christian Bale. In dem Film hatte sich Christian Bale ziemlich weit runtergehungert und sah total scheiße aus. Wollte ich mal so sagen. The Machinist, Machinist, keine Ahnung, wie man diesen Film ausspricht. Das ist ein Film, den ich natürlich nicht so scheiße fand. Mulholland Drive. Mit dem kleinen, tollen FSK 16 Zeichen noch hinten drauf. Wie sieht denn das von innen aus? Das war noch Zeiten, als diese beknackten Flatschen da noch nicht so bescheuert vorn und drauf waren und man das nicht, das Wendecover, wenn man eins hat, nicht immer drehen musste, wenn man ein Wendecover hat. Aber ich bin gespannt auf David Lynch, Mulholland Drive. Na, jedenfalls sind die David Lynch Filme immer ziemlich schräg und düster. Und was ich noch auf Videokassette hab zu Hause, also hier in bei meinen Eltern noch, das ist Lost Highway. Den habe ich ewig nicht gesehen und ich weiß überhaupt nicht mehr, um was das geht. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass da Patricia Arquette mitspielt und ich glaube Bill Pullman. Einmal The Machinist, Mulholland Drive und Eden Locke. Drei Filme zur Auswahl, die ich nochmal re-reviewen kann. Ne? Und meinen bescheuerten Review-Gestammel dazugeben. Senf. Ketchup. Senf oder so. Senf, Ketchup, Weißwurst. Sag mal, irgendwie ist es hier total warm. Ich glaube, ich muss nur das Fenster aufmachen. Ich hatte mir auch letztens Spider-Man 1 angeguckt und No Limit. Ohne Limit. Ohne Limit ist wirklich klasse. Spider-Man 1. Ja, fand ich so die erste Hälfte ganz okay. So von, ja, die Musik habe ich gedacht, die ist doch vom anderen Komponisten. Und da habe ich drauf geguckt, ach, James Horner, das hört man ja gleich. Titanic. Ah, aber Hans Zimmer ist einfach besser. Oh, ich hab mir was gesagt. Nein. Aber naja, egal. Aber Ohne Limit ist wirklich genial und ja, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt zum Aldi. Nein, Quatsch, ich wollte sagen,
das war's von mir. Sucht euch was aus, was ich als erstes re-reviewen soll. So, tschüss, eure Crazy Movie Cat Tante ohne Ohren. Und mit Gesangbuch.